Hi auf YouTube, jeder kennt das Problem mit der Snare-Drum, es taucht auf einmal auf und es nervt. Der sogenannte Snare-Bass, also das unerwünschte Mitrascheln des Snare-Teppichs. Man schlägt ein bestimmtes Tom an und der Snare-Teppich spielt verrückt. Je nach Raum und verwendeter Stimmung fangen die Saiten an mitzuschwingen, wie es auch bei vielen anderen Saiteninstrumenten der Fall ist. Man spricht beim Snare-Teppich im Englischen auch vom sogenannten Sympathetic Snare-Bass und dafür gibt es bestimmt viele physikalische Erklärungen und Frequenzen, aber viel wichtiger für uns ist, was können wir dagegen tun, wenn es wirklich stört? Hier kommen meine 5 Tipps. Als allererstes zeige ich dir ein paar Sachen, die man mit dem Snare Resonanzfell machen kann. Gleich vorweg hier, bei mir im Raum ist es also nicht so gravierend. Das ist für mich kein großes Problem. Wenn ich spreche, schalte ich den normalerweise aus. Also durch die abgedämpften Wände, durch mein Tuning, das ich verwende, durch hochwertige Teppiche und ein paar Sachen, die ich dir jetzt gleich erzähle, fällt es nicht so ins Gewicht. Ich verwende auch kein Snare Drum Mikro von unten, weil mir das so einfach reicht und ich hier mein Drumset so abbilden will. Aber wenn es eben auftaucht, ist das Erste, was ich mache, mir das Resonanzfell vorzunehmen. Ich check natürlich, ist das Fell okay, ist es gleichmäßig aufgezogen, haben alle Stimmschrauben in etwa hier die gleiche Tonhöhe und dann meistens stimme ich erstmal noch höher. Wir können das mal testen hier. Das Snare-Fell ist schon relativ hoch. Ich schalte mal den Teppich an. Das ist jetzt natürlich viel krasser, weil die Snare umgedreht ist, aber damit man es besser hört. Jetzt gehe ich mal überall noch eine halbe Umdrehung nach oben. Also die Stimmschrauben sind ziemlich gleich. Aber ich möchte es einfach noch mal höher. Immer merken, wo man angefangen hat. Halbe Umdrehung höher. Wird also etwas kürzer. Bei mir war der Unterschied jetzt nicht so hoch, weil es schon relativ hoch gestimmt war. Aber wenn dein Snare-Resonanzfell viel tiefer ist, kannst du wahrscheinlich damit schon einen Großteil des Problems lösen. Der nächste Schritt wäre, direkt die 4 Stimmschrauben, die am Snare-Teppich sind, mal etwas nach unten zu stimmen. Erstmal eine Viertelumdrehung. Viertelumdrehung nach unten. Bringt hier noch nicht viel, noch eine Viertelumdrehung. Ist auch bei den Gussspannreifen ein bisschen anders als bei normalen. Jetzt wird es kürzer. Ich würde aber nicht zu viel, also maximal 2-3 Viertelumdrehungen runtergehen, denn das ist der Kompromiss, dass natürlich die Teppichansprache, also das feine Ansprechen hier und Mitschwingen, der einzelnen Spiralen hier ein bisschen dann drunter leidet, weil durch dieses Entspannen presst sich der Snare-Teppich einfach fester, etwas fester in das Resonanzfell und dadurch verringert sich ein bisschen hier das Mitrascheln auch. Also es verändert sich definitiv hier was. Wir hören es uns mal von der anderen Seite an. Tipp Nummer 2 betrifft den Snare-Teppich an sich. Also hier mal auf jeden Fall checken, ist er noch in Ordnung, sind alle Spiralen dran, haben die alle noch die gleiche Spannung, zieht er sich gleichmäßig drauf. All diese Dinge und natürlich ein höherwertiger Teppich oder überhaupt ein neuer Teppich wird natürlich auch
besser klingen und nicht so viele Störgeräusche verursachen und produziert meist weniger von diesem Snare-Bass. Ich habe hier unter dem Video mal einen Link zu meinem Equipment, falls sich interessiert, welche ich so spiele. Und für alle Mitglieder im Mitgliederbereich noch ein Geheimtipp von einem ganz günstigen Snare-Teppich, der super funktioniert. Was je nach Raum auch helfen kann, ist auf die Schnelle einfach mal hier ein bisschen die Teppichspannung anzupassen. Hier drin spanne ich zum Beispiel wesentlich höher, als ich das in einem ungedämpften Raum oder in einem Live-Szenario machen würde. Das löst natürlich nicht das Grundproblem, aber kann eine schnelle Problemlösung sein. Also ich mache jetzt mal hier den Snare-Teppich sehr, sehr locker. Schwingt also sehr lange nach. Noch mehr. Also auch hier spricht er jedes Mal anders an. Du musst also mit deinem Tuning in deinem Raum die Kombination finden, hier aller Parameter, die am besten funktioniert. Ein guter Tipp noch als Notlösung auf der einen Seite und zum anderen auch um den Sound zu verändern, also um einen neuen Snare-Sound zu haben, ist hier mal so ein Notizzettel einfach unter den Teppich im entspannten Zustand zu schieben. Das kann man jetzt hier einfach anschalten, im Normalfall hält das, oder man klebt es hier mit ein bisschen Tesafilm vorsichtig fest und hat dann so ein für mich vintage-artigen, abgedämpften Sound. Klingt so? Und ich habe überhaupt keinen Snare-Bass mehr. Ist natürlich krass. Ich kann das verändern, indem ich jetzt das Teil ein bisschen an den Rand schiebe. Dann klingt's so. Also ein bisschen mehr Bass wieder. Oder ich kann auch die Größe des Zettels noch verändern. Probier's mal aus. Ich finde es eine ganz gute Soundoption. Tipp Nummer 3 wäre das Problem, wegzustimmen, also rauszustimmen aus diesem Frequenzbereich, der die Probleme verursacht. Entweder die Snare oder eben das entsprechende Tom. Ich verlinke dir in der Videobeschreibung und am Ende nochmal das Video, das ausführliche Video zum Thema Toms Stimmen, wo also das alles genau erklärt wird. Und du kannst auch, bevor du eben dein Tuning machst und ein neues Fell aufziehst, schon mal rausfinden, in welchem Bereich fängt das hier an. Man merkt es jetzt schon, wenn ich spreche, und ich kann auch mal hier näher rangehen und ein paar Töne in die Snare schicken und gucken, wie das, der Snare-Teppich reagiert. Du, 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 du. Also das ist auf jeden Fall hörbar, dass es hier mit zunehmender Tonhöhe lauter wurde. Das nimmt dann wieder ab, wenn ich noch höher gehe. Also je näher ich in diesen Bereich gehe, umso mehr verstärkt sich das. Jetzt bist du aber vielleicht beim Auftritt oder bei der Probe und mit deinem Tuning zufrieden, du willst nichts verändern, aber ein bisschen von diesem Snare-Bass loswerden, dann empfehle ich dir die Einschrauben-Methode. Also du suchst dir eine Stimmschraube. Ich nehme jetzt mal die hier und natürlich die gegenüberliegende, damit das Verhältnis zwischen Top und Bottom, also Schlag- und Resonanzfell, gleich bleibt. Ich gehe jetzt hier immer mal wieder Viertelumdrehungen runter und schau, wie sich das verändert.
jetzt hören wir hier Störgeräusche, weil ich jetzt einfach zu tief bin. Das schafft also die Trommel, beziehungsweise schaffen die Felle jetzt nicht mehr. Und man hört dieses Störgeräusch. Wenn ich wieder ein bisschen nach oben gehe, dürfte es wieder funktionieren. Und ich merke also, der Snare-Teppich reagiert hier immer anders. Wir gehen mal in die andere Richtung. Das löst unser Problem hier nicht vollständig, aber was ich damit zeigen will ist, es klingt eben bei jedem Schritt anders und auch hier musst du es selbst ausprobieren und es wird bei dir vielleicht einen viel krasseren Unterschied machen als hier. Also das ist nochmal ein gutes Tool, um eine schnelle, einfache Lösung zu finden, ohne dass man hier das komplette Tuning verändern muss. Was das Stimmen betrifft, könntest du auch mit den Tonlängen arbeiten, also indem du das Resonanzfell unten ein bisschen höher stimmst. Ich bin hier jetzt gleich mit Schlag- und Resonanzfell. Wenn du unten etwas höher stimmst, wird natürlich die Tonlänge vom Tom kürzer und auch das wirkt sich wieder auf diesen Snare-Bass aus. Wenn dir dieses Video bis hierhin gefallen hat und solche Tipps helfen, dann drück auf den Like-Button und zeig YouTube, was gut ist. Vielen Dank. Tipp Nummer 4 kann auch helfen, eine ganz einfache Notlösung, wenn du eben keine Zeit hast oder überhaupt nicht mehr umstimmen willst. Und das wäre eben entsprechend abzudämpfen. Tipp Nummer 5 wäre ausschalten und akzeptieren. Also oft wird das Thema auch hochgekocht und der Snare-Bass an sich ist nirgends so schlimm wahrscheinlich als auf dem Drummersitz. Beim Aufnehmen, wenn ein Mikrofon dran ist, ist es wieder anders. Und auch wenn man beim Live-Konzert selbst ohne Mikrofon spielt und die Leute im Publikum weiter weg sitzen, fällt es vielleicht nicht so auf. Also hier muss man wirklich rausfinden, stört's oder stört's nicht. Und es ist wirklich für mich persönlich, wenn ein Drumset sauber gestimmt ist und man sich hier schon ein bisschen die erwähnten Gedanken gemacht hat, eigentlich nie ein großes Problem. Im Gegenteil, ich mag's, dass hier alles etwas mitschwingt, dass es ein Instrument ist. Mit Ausschalten meine ich, dass ich wirklich tatsächlich immer versuche, bei Auftritten, wenn jemand spricht oder wenn ich gerade keinen Part habe, wo ich spiele, wo zum Beispiel der Bass was spielt oder die Gitarre, was extrem hier manchmal das auslösen kann, dann schalte ich den Snare-Teppich aus und muss natürlich dann wieder dran denken, im rechtmütigen Moment wieder einzuschalten. Genauso, wenn ich bewusst mal hier die Toms nur aufnehmen will oder die eben sauberer, klarer klingen sollen. Also auf keinen Fall das Thema überbewerten, it's only Rock'n'Roll. Wenn du mehr über Tuning erfahren willst, findest du hier und hier weitere Videos. Ansonsten schreib gerne in die Kommentare, wenn du noch einen Tipp hast, der gut funktioniert und auch weiterhin deine Fragen zum Thema Sound und Tuning für den bevorstehenden Videokurs. Vielen Dank fürs Anschauen, alles Gute und bis zum nächsten Video.